Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren 18er Rangliste. Das Turnier startet gleich. Ich bin hier schon in den Startlöchern und wisst ihr, was ich so richtig geil finde an diesem Format? Es ist unglaublich beliebt. 117 Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob ihr es da eben noch gesehen habt. Also alle reißen sich darum, hier heute mitzuspielen. Ich also auch. Ist mein erster Auftritt in diesem Monat. Ja, und trotz alledem schauen wir mal, wie es losgeht und was die 18 Spiele bringen. So, wen haben wir dabei? Tiger Woods. Sag mal, Tiger Woods, den kenne ich doch noch vom SenseGuard. Da habe ich noch mich gefragt, sag mal, woran erinnert mich der Nickname? Ja, Tiger Woods, ne? Muss man erstmal ein bisschen anders aussprechen, dann kommt man vielleicht auch drauf. Und wen haben wir noch? René 230573. Also, wenn das ein Geburtsdatum ist, dann ist der Nick natürlich nicht besonders gut maskiert. Gehe ich also einfach mal davon aus, dass der René so 5 Jährchen mehr auf dem Buckel hat als ich. Arbeitshypothese. Ja, und bei diesem Herz ist es zumindest keine Arbeitshypothese mehr. 6 Trumpf mit 3 Buben. So. Kreuz zu schnippeln bringt nicht viel. Wenn wir hier nur diesen einen Stich machen, kommen wir sowieso nicht raus. Beim Spiel mit 3 sind im Übrigen die Zehner gern gedrückt, aber es war halt klar, wo ich selber nur 2 Kreuz habe, komme ich an die 10 nicht ran, wenn sie zu dritt steht. Also lieber die 18 Augen und nochmal 14, dann sind wir schon raus. Ja, da haben wir es wieder. Geduld, Geduld, Geduld ist eine der Haupttugenden, die du beim Skat so mitbringen solltest. Lass dich nicht verrückt machen durch Durststrecken, die teilweise unglaublich lang sind. Aber hier ist natürlich noch nichts los, wir sind im zweiten Spiel. Und ja, Kreuz habe ich viel dagegen. Das ist ja schon mal eine interessante Spielwahl. Herz Bube auch interessant. Kommt mein Partner da etwa noch rüber? Ich werde es ihm mal zutrauen. So sieht es auch aus. Gut, vielleicht wäre die Dame etwas besser gewesen. Und jetzt kommt Herz nach. Der Stich stinkt ja auch. Herz Lusche, Herz Dame. Also die Dame ist ja kaum blank. Also ich schneide hier mal auf meinen Partner. Ich riskiere das mal. Der hat doch garantiert blank gespielt, um jetzt noch mal zu stechen. Gut, wunderbar. Die 10 ist im Keller, aber wir haben eine Wimmlung eingesammelt. Ich glaube, das Spiel wird er nicht mehr gewinnen. Er hat ja nur 5 Trumpf. Ich mache hier noch alle Trumpfstiche. Kann ihn jetzt noch mal in Karo einspielen. Ja, passiert ja gar nichts. König hier vielleicht ein bisschen Lachs schon von Tiger Woods, den hätte er auch für mich aufsparen können. Das war gar nicht nötig, dass er da unbedingt drauf geht. Auch jetzt hält er noch mit dem Bild zurück. Aber das Spiel war natürlich nicht zu gewinnen. So wie es saß, schon gar nicht. Ja, nö, ne? Das muss man aber auch sagen. Das kann ich ganz locker hier einpassen. Da habe ich Geduld. Ich spiele das Turnier natürlich auf die lange Distanz. Bei diesen 18 Spielen ist es ja, gibt es ja nicht sofort was zu gewinnen, sondern es gibt nur dann was zu gewinnen. Es macht der Wettkampf auch nur dann Spaß, wenn man eben versucht, die 30 Listen, 30 von diesen 18er Listen im Monat zu spielen. Und es gibt jeden Tag 3 Termine. Der eine ist jetzt der um 19.30 Uhr. Und die 30 Serien kommen in die Wertung, oder alle, die 30 und mehr Serien haben, Streichergebnisse gibt es nicht, und deswegen ist Disziplin gefragt. Disziplin ist nicht unbedingt. Ah, Kreuz war natürlich kein guter Treffer für uns. Da lasse ich ihn mal am Spiel. Dann kann er eine neue Farbe aufmachen. Und Herz, Abwurf, Herz. Ass ist natürlich verdächtig, hat er sicher viele Herzen in der Flosse. Ja, was soll ich denn jetzt abschmeißen? Gut, vielleicht geht es direkt in Karo. Ich muss natürlich eigentlich aufpassen, dass ich gleich auch noch mal ins Spiel kommen kann. Gut, theoretisch auch mit der Herzdame. Weiß ich nicht, was Tiger Woods hier noch so für Ideen hat. Ja, da geht's nicht. Jetzt bringt er mich ran in Peak. Und was spiele ich jetzt nach? So richtig geholfen hat er mir jetzt immer noch nicht. Peak 9 wird er wahrscheinlich auch noch wieder hoch rüber können. Gut, Abwurf Herz Ass. Ich glaube, ich muss mal zweimal Herz von oben ziehen, aber mein Partner hat auch noch Herz. Wieso hat er es denn nicht einmal geklärt vorher?
Jetzt fliegt die 8 und das war's dann schon wieder. Gut, ich nehme raus und spiele Pik 9. Ja, konnte er natürlich auch noch rüber, das war fast zu vermuten. Gut, wenn es in Karo nicht geht, dann geht es nicht mehr. So, Disziplin, 41 Punkte zu 40 zu 40. Na gut, aber das ist nur ein Zwischenstand. Disziplin ist deswegen gefragt, nicht nur, weil die Beat-Spiele hier 50 Cent kosten, das ist ja ganz üblich, sondern weil es eben eine lange Distanz ist, und da ist es wie beim Fußball, Meisterschaften gewinnst du in der Defensive. Na, mal ein kurzes Turnier, da kannst du trommeln, bis der Arzt kommt, aber Meisterschaften gewinnst du in der Defensive, und so auch hier diese 18er Rangliste, da lohnt es sich nicht, großes Risiko zu gehen, beziehungsweise das ist eher kontraproduktiv. Also man muss beim Skat immer Risiko gehen, so ist es nicht, aber man muss kontrollierte Offensive, sagen wir es mal so, kontrollierte Offensive, das ist natürlich hier ein ganz Spiel ganz nach meinem Geschmack, okay, kann man schon fast sagen, oh, der Billigmacher lag drin, ist immer noch kein Grang, oder der Grang ist wiederum nicht lohnenswert, der Kreuz wird fast immer Schneider, beim Grang muss man gegen viele Verteilungen kämpfen. So, das Thema hat sich hier schon wieder erledigt. War natürlich auch eine sehr gute Findung, muss man dazu sagen. Also, erst ein bisschen Geduld gehabt und jetzt geht es plötzlich los. Jetzt ist die Karte angesprungen. Der Motor ist angesprungen und dreht gleich richtig durch. Da gilt es dann nur, die Kraft der Karte jetzt in Punkte umzusetzen. So, jetzt habe ich hier fast ein bisschen zu schnell wieder geklickt, aber alles gut. So, in Hinterhand kann man den übrigens auch mal so drücken, weil ich glaube, ich mache das sogar. Trotz der 22er Reize. Das ist so eine Sache. Gar nicht so einfach. Die beiden Bilder runter ist häufig eine gute Idee. Dafür hat man natürlich die andere Farbe auch mit, aber trotzdem die Gefahr, dass in Kreuz der 3-1 steht und da böse Dinge passieren, ist fast größer, als dass auf der Pik Lusche so schlimme Sachen passieren. Da fallen häufig dann doch nur, so wie jetzt, 11 Augen. Dann ist das auch zu verschmerzen. Ja, und den vollen nehme ich erstmal, und wenn jetzt nochmal Pik auf den Tisch kommt, dann fliegt meine Kreuz-Lusche weg. Pupp, und dann haben wir das Thema auch erledigt. Der kommt jetzt nämlich zu spät, und dann kommt wieder Trumpf und alles wird fein. Man hat es ja manchmal schon so im Gefühl, dass das alles artig sitzt hier. Wenn die Vollen auf den Tisch kommen, dann ist es meistens schon ein Indiz, dass nicht einer vier Trumpf hat oder so, denn dann halten sie die Vollen auch noch zurück, sondern dann sitzt es auch alles glatt. Das habe ich hier irgendwie schon im Gespür gehabt. Und es geht weiter. Es geht weiter. Ja, ist es denn wahr? Dafür liebe ich dieses Spiel, dass es einem solche schönen Glücksmomente beschert. Ja, jetzt kann ich aber langsam nicht mehr an mich halten. Jetzt muss ich vielleicht, muss ich das? Muss ich jetzt einen Grang machen? Also beim Grang kommt 20 in den Keller. Mit dem Buben 26, die 3 Asse 59. Dann noch ein Pik-König oder ein Herz-König oder im Karo was schnippeln. Aber wenn Pik-Ass gestochen wird, muss ich diesen Grang. Ich mache den Grang. Bei Passe-Passe ist mir das ein Grang wert. Der Herz ist natürlich solider, da könnte man Karo-König drücken. Und Pik 10. So, das sieht ja schon mal gut aus. Das war hier so eine kleine Sorge, dass hier gleich Pik gestochen wird. Also 31, 37. Und dann ziehen wir doch noch mal den Pik König. Bleibt meiner, 44. Wenn jetzt alles läuft, 58. Dann bin ich lässig Sieger. Das habe ich auch nicht anders vermutet. 69 und vielleicht noch ein bisschen. Na, guck mal, hier kommt noch ein bisschen Schmalz von der Seite. 72. Einfach nur noch mal so manchmal neugierig noch ein bisschen weiterspielen, um zu gucken, wird man noch einen Stich machen? Nein, mache ich hier nicht. Aber man muss den Gegner natürlich auch noch nicht immer alles verraten. So, René hatte immerhin zwei Buben und ein Ass, okay. Nicht das... Das nennt sich wohl ein Lauf, ein Zwischenspurt.
Ich glaube ja eigentlich nicht an sowas, aber es gibt es eben doch. Ich nenne es dann nur selten Lauf. Es ist eher so ein unerwartetes Muster im. Oh, und jetzt gibt es Gegenwind. Ein unerwartetes Muster im großen Durcheinander des Universums, aber plötzlich wird das Spiel richtig schwer, obwohl ich 7 Trümpfe mit dreien habe, denn es stehen 4 Trumpf dagegen. Trumpf Ass wird gleich einen Stich machen und dazu gibt es noch 3 weitere Stiche. Also jetzt erstmal hier eine Wimmelfinte mit dem Herz Buben, das hat schon mal hingehauen, das ist schon mal großartig. Und dann kommt jetzt noch so eine Wimmelfinte. Nee, er lädt ein zweites Mal durch. Häufig ist es so, nach dem ersten Treffer laden sie dann nicht ein zweites Mal. So, ah, das sieht doch inzwischen wieder großartig aus. Da kann ich ja sogar hier schon mal Pik 7 fallen lassen, dann ist schon alles klar. Bupp, bupp, und jetzt noch ein Karo-Stich. Mal gucken, ob er den überhaupt festhält. Also 4 Stiche, hätte schnell riskant werden können, hat sich dann aber gar nicht so ergeben. Ja, das ist doch wirklich ein satter Zwischenlauf gewesen. War auch hier, ne? Letztes Mal. Die 1400 habe ich auch hier im 18er gespielt, ne? Mensch, du, im Rocket wären die mir fast noch ein Stück lieber gewesen. Rocket läuft übrigens auch wieder und wird sehr gut angenommen in diesem Jahr. Also alle balgen sich schon drum. Der Jackpot hat schon eine sehr gute Füllhöhe erreicht. Muss ich mich übrigens auch noch drum kümmern. Erzählt euch das immer, dass ihr das spielen sollt und bin selber noch nicht mal zugekommen, aber ich weiß aus Erfahrung, hinten raus, wenn man zu lange auf die lange Bank schiebt, dann wird es nachher doch wieder eng, dann kommt einem noch was dazwischen oder man hat plötzlich mal ein paar Wochen nicht das Material und kommt dann ins Schwitzen. So, ich glaube, wir haben 30 liegen. Erfreulich, dass ich Bescheid weiß, mein Pik König macht hier einen Stich. Ja, und ansonsten ist hier, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu wollen. Ich kann gleich mal als nächstes hier die Herz 10 auf den Tisch ballern, ohne dass ich nun groß Hoffnung hätte, dass da noch was für uns drin ist. 59. Ah, ist ja doch noch was für uns drin. Haben wir 66 gemacht, oder wie? Ich habe schon natürlich gedacht, dass René das Herz Ass hat, aber anders ging es eben sowieso nicht und er hat es nicht gehabt. Also 40 von der Seite dann auch noch, mit anderen Worten. Die Punktejagd hier geht weiter. Ich glaube, das sechste Spiel in Folge, wo ich Punkte kriege. So lässt es sich natürlich gut arbeiten beim Skat. So, und jetzt Tiger. Tiger Woods, von dem erwarte ich doch auch einfach ein bisschen was. Alleine aufgrund des Nicknames. Der muss doch mal ein bisschen die Richtung vorgeben, der Gute. Und jetzt spielt er Kreuz. René, lass dich nicht hängen, weil nur weil es bei dir nicht läuft. Jetzt verpassen wir Tiger Woods auch noch eine. Eine genau auf die 12. Ja, ich denke, das ist schon in Ordnung. Erstmal die vollen sichern, sonst werden die am Ende noch Beute des Alleinspielers. Das kann man nie ausschließen. Pik kann nämlich auch mein Partner hinterher spielen. Da musste ich mich nicht randrängeln. Okay, so, wir haben 21. Alleinspieler hat Pik Ass blank gehabt. So viel wissen wir jetzt schon. Und es sind auch nur 5 Trumpf. 2 Luschen hat er noch in der Flosse. Traut er sich, Trumpf nachzuspielen? Nee, macht er nicht. Okay. Ah, jetzt wird er, glaube ich, nichts mehr machen. Ich denke mal, er hat genug. Er hat 3 Asse gezogen, die 10 gestochen. Aber Herz 10 und Karo 10 werden wir wohl noch kriegen. Ja, 66, das langt. Erster Auftritt, souverän, hat mitgezählt. Sonst hätte er wohl die Asse auch nicht hingezogen, wenn das noch nicht gelangt hätte. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann hier einiges heute machen. Ich kann nicht viel falsch machen. Komm leicht ran, finde gut. Ist das jetzt ein Grang? 10 Augen im Keller. Wenn die Jungs stehen, gebe ich 4 Stiche ab. Hab noch diese dumme Karo Dame. Wenn das die Lusche wäre und ich dafür Herz Dame drücken könnte, ich glaube, dann würde ich ihn machen. So sage ich, nee, das lohnt sich nicht. Das Risiko ist zu groß, der Kreuz ist zu gut. Der Gang eben nicht, da habe ich Magengrummeln, spielen wir den Kreuz. 5, 19. Dulle ist es nicht, können wir ausnahmsweise auch mal abwerfen.
glaube ich nicht, dass hier eine große Gefahr ist. So, jetzt fehlt natürlich noch der Pik Bube. Gut, der soll, wenn es geht, rauf. Das wird perfekt. 25. Ja, und wenn sie jetzt nicht aufpassen, ich muss jetzt rausnehmen, sonst sind sie ja schon raus. Ich tue also so, als ob das Karo Ass blank ist. Und dann gucken wir mal, ob jetzt am Ende jemand die Karo 10 hält. Dann kommen sie raus, sonst bleiben sie Schneider. Naja, ist wahrscheinlich nicht so schwer. Wird schon einer auf die Idee kommen, Karo 10 zu. Nein, da hat es doch wieder hingehauen. Da hat es wieder hingehauen, den Schneider eingesackt. Na gut, dann muss es so sein. Dann nehmen wir ihn mit. Man soll den Gegnern also immer die Chance geben, diesen Fehler zu machen, auch wenn die Chance vielleicht gar nicht so groß ist. Alle 6-7 Spiele klappt es dann doch, und dann nimmst du den Schneider einfach mit. Das sind Punkte, die nichts kosten und für die du kein Risiko gehst, also leichte Beute. Ja, 656 schon wieder bei Spiel 13. Macht ja richtig Laune. Ich denke, das liegt auch an euch. Ihr seid ein sehr gutes Publikum. Ihr drückt, denke ich, richtig stark die Daumen. Und das ist für mich ja auch eine neue Erfahrung. Denn hier so in der Hamburger Vereinsszene ist es doch häufig so, dass auch der eine oder andere immer froh ist, wenn er nicht mit mir spielen muss. Und dass er immer sagt, ach, der Schäfer schon wieder. Nee, dem. Aber hier mit euch habe ich das Gefühl, selbstlos gönnt ihr mir hier die kleinen Erfolge und drückt vielleicht sogar noch die Daumen. Das macht natürlich dann auch Spaß für mich. So, jetzt hier habe ich übrigens, während ich hier so erzähle, schon wieder ein bisschen den Faden verloren, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass wir hier noch groß was machen können. Was macht denn René? Der macht es uns aber auch nicht gerade schwer, ne? Jetzt komme ich hier noch mit der 9 zum Überstich. Ich hatte gerade schon das Gefühl, dass das nicht so schlau von mir war, dass ich die 10 da schon reingelegt habe. Und jetzt war es vielleicht nicht so schlau, Pik zu spielen, ne? Er hat tatsächlich auch noch die bestellte Pik 10 in der Flosse. Jetzt hätte ich ihn ins Ass einspielen müssen, ich Weihnachtsmann. Bup, bup. Ja, gut gequatscht. Ich meine, René konnte die Punkte mal gebrauchen. Habe ich mich also selber hier um den Verstand gequatscht oder um Kopf und Kragen geredet. Das war natürlich jetzt kein guter Vortrag. War vielleicht auch ein bisschen offensichtlich eigentlich, dass das Spiel jetzt noch eine Baustelle in Pik haben musste, sonst wäre es eh nicht gegangen. Na gut, sei es drum, das ist der Preis, den ich für diese Direktkommentierung bezahle. Dann bin ich eben manchmal ein bisschen fahrig. Das müsst ihr mir dann auch nachsehen. So, Tiger Woods offensichtlich 7 Trumpf, sonst wäre er jetzt schon wahrscheinlich, hätte er sonst eher gestochen, weil er dann 3 Kreuz hätte. So kann er jetzt eigentlich nur noch Trumpf haben. Trotzdem teste ich nochmal, ob René jetzt einen Überstich in Kreuz hat. Nee, der Kreuz kam ein zu spät. Also 7 Trumpf. Ach, und mit 4 auch noch. Naja, sind wir rausgerobbt. Mehr war nicht drin. Ja, und hinten raus ist die Karte jetzt so ein bisschen wieder eingeschlafen, wie ich so im Skat-Fachjargon gerne beschreibe, wenn dann doch mal wieder ein wenig nichts kommt. Aber ich muss mich ja nicht beklagen, habe gerade selber relativ dusselig 40 Augen liegen lassen. Also ich hatte eine Chance, noch ein paar Punkte mehr zu machen. Dann soll man auch erst recht nicht klagen. So. Reizung von meinem Partner, aber eine Nullreizung. Da greife ich mal erstmal so in eine Farbe, bei der ich so ein bisschen die Hoffnung hatte, es könnte vielleicht eine starke Farbe von René sein. Das hat sich hier noch nicht bewahrheitet. Das Spiel läuft an sich doch wieder einen Tick merkwürdig, muss ich sagen. Also da wird der Bube nicht abgezogen. Karo zu viert, warum zieht er denn den Buben nicht? Kann ja eigentlich nur sein, dass er nur 2 hat. Ja, dann muss ich vielleicht jetzt doch mal hier in Herz einsteigen. Ja, interessant, dass René nicht erstmal Herz König oder so aus Herz König Dame abgeworfen hat. Einen Buben muss er natürlich auch noch haben. Tja, und wieso kommt jetzt nicht Herz König? Dann hat er doch hinten Rest. So wird er jetzt gleich noch einmal wieder bedienen müssen, ne? Aber was soll's? Mehr als 4 Augen werde ich wohl auch nicht machen. Nee.
Warum schmeißt er denn nicht die Herzdame ab statt der Pik 10? Das hätte uns, glaube ich, deutlich besser aussehen lassen. Nun gut, mit René weiß ich noch nicht. Hab so ein bisschen das Gefühl, dass er noch ein Frischling ist oder zumindest ich ihn noch nicht so ganz verstehe. Ist übrigens nicht böse gemeint. Ja, das ist gut so. René hat noch ein bisschen was aufzuholen und ein bisschen was zu beweisen. Gerade wo ich ihn jetzt so ein bisschen unterschwellig kritisiert habe, ist das die einzige Antwort, die man geben kann. Tretet immer erstmal an zum Grang und dann zeigt uns René, aus welchem Holz er geschnitzt ist. So, jetzt wird natürlich hier zurückgeschossen. Oh, und da ziehe ich meinem Partner den Buben. Also es ist tatsächlich nur ein Grang mit einem Buben. So. Na gut, jetzt in Pik einspielen. Das Ass wird er wohl auch noch haben. Oh, und die 10 ist bei Tiger Woods blank. Ah, übel, übel. Jetzt muss ich gleich selber nun doch wieder mit Kreuz antreten. Ja, ziehe ich dann Pik Dame überhaupt noch? Ist Kreuz König vielleicht das gedrückte Bild? Ich glaube, ich spiele mal lieber direkt Kreuz. Ist die Chance letztlich größer, die Kreuz 10? Nee. Kriege ich sie auch nicht. Dann hätte ich sie sowieso nicht bekommen. Ich kann da noch einen Stich in Pik dazwischen machen. Das macht aber hier den Kohl nicht mehr fett. Ja, der Grang war in Ordnung. Der Grang war zu spielen. Alle vier Asse da. Zehn dabei, Buben dabei. Ins Kreuz mit dir. Ja, mit Vieren. Und sechs Trümpfen. Tja, sind wir wieder. Ich habe nur zwei Karos. Also wenn er den Drilling in Karo hat, komme ich an die 10 sowieso nicht ran. Häufig aber gerade beim Spiel mit Vieren, dass erstmal der Blanke ausgespielt wird. Ich denke am wenigsten kaputt machen. Auf unserem Weg zum Schneider frei kann ich mit Herz. Das sieht auch gut aus. Und dann machen wir jetzt noch unseren Stich in Pik. Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt noch Pik König machen, sonst hätte. Ne? Ach, bedienen ist auch noch Pflicht hier. Wahrscheinlich macht Tiger Woods jetzt noch. Nee, macht er nicht mal. Da wieder vertan. Die muss ich mir noch mal angucken, was er da gedrückt hat. Bin ich dusselig? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich bin ich wieder dusselig. Kurz vor Feierabend. Die Sinne verschwimmen, aber jetzt versuche ich im letzten noch mal ein Spiel zu machen. Oh, und jetzt beide, die sehr vorsichtig eigentlich bisher gereizt haben. Beide reizen. Jetzt wird es gefährlich. Also wenn ich schlau bin, drücke ich jetzt hier auf Passen. Dann bin ich so schlau. Drei Asse. Ein Kreuz. Ja, ich bin so schlau. Ich sichere hier mal das Ergebnis ab. Ich will kein mehr riskieren. Zwei kleine Reizungen sind ja sehr häufig gefährlicher als eine große Reizung. Die Karte kann an sich nicht glatt stehen. Auch klar, dass dann mit großer Chance ein 0 oder so rauspurzelt. Den sehe ich natürlich nicht so gerne, aber nicht zu ändern. Ja, und trotzdem schauen wir mal, ob wir René jetzt noch einen biegen können. Ja, da ist es passiert. War auch nicht so schwer. Einmal blank gespielt, einmal nach vorne das Spiel gebracht und schon ist es passiert. Also, anständiges Ergebnis. Einmal hier bedanken fürs Mitspielen. Tiger Woods diszipliniert nichts abbekommen. Immerhin 392, 3 zu 0. Ist halt nicht viel Porzellan zerbrochen. René, ja, hat attackiert, hat aber auch Federn gelassen. Und ich hatte hier im Mittelstück meinen großen Auftritt. Fünf Spiele an der Schnur und ansonsten vorne und hinten ein bisschen nix. Durch mein Quatschen auch noch dusselig gespielt. Einmal 40 Punkte liegen lassen, aber soweit in Ordnung. In diesem Modus verzeihe ich mir das mal. Hoffe, ihr tut das auch. Hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Hoffe, ihr habt viel Spaß beim Skat. Und wie immer wünsche ich euch gut Blatt.